Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Trials of Mana. Ja, beim letzten Mal haben wir ja Resi-Klasse wechseln lassen. Wir haben den ersten Banner Wodon besiegt. Sind jetzt in der Kristallschlucht. Edelsteintal, glaube ich. Edelsteintal. Und sind gerade auf dem Weg zu unserem zweiten. Wobei ich ehrlich gesagt heute nur eine Folge aufnehme, weil es jetzt schon gleich 9 Uhr ist abends und ich morgen wieder zur Arbeit muss und heute war alles katastrophal und... Ach, heute war ein furchtbarer Tag. So, aber... Ja, es war toll. Ich muss mich erstmal gerade wieder ein bisschen dran gewöhnen. Sorry, wenn ich jetzt gerade scheiße spiele. Ich bin doch ein bisschen steuerungsverwirrt. Die Dinger sind ganz schön fies. So, jetzt sind wir, glaube ich, wieder ein bisschen drinne. Jetzt sind wir wieder drinne. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen dran gewöhnen an alles. Die sind aber böse. Ich suche ja auch noch Fragezeichen-Samen und ich bin eigentlich der Meinung, dass ich die jetzt erstmal suchen würde gerne. Und wir hier beim nächsten Mal weitermachen. Dass wir das nächste Mal Edelsteintal weitermachen. Und jetzt erstmal Fragezeichen-Samen suchen. Ich weiß nicht genau wo. Es hieß, dass irgendwelche Hornissenweiber die gut verlieren sollen. Leider weiß ich nicht mehr genau wo, aber ich weiß, wo Hornissenweiber sind. Und ich bin der Meinung, das war beim Elfenland. Dass wir in das Elfenland gehen sollen da. Ich hoffe ja, dass wir welche finden. Ich hätte auch gerne welche, bevor wir überhaupt weiter Bene Wodons jagen. Muss ich sagen. Muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte ich ja doch gerne welche. Hier, Blumenburg Dior. Zur Not machen wir hier erstmal den Bene Wodon. Aber wie gesagt, ich versuche irgendwie, heute ist, ja, damit die Folge halt nicht ausfällt. Ein bisschen leveln, ein bisschen Fragezeichen-Samen sammeln. Damit wir vielleicht Durant und Adlerauge, so heißt er nicht, Falk, vielleicht auch noch Level-Up machen können. Das wäre nämlich echt schön. So, dafür wollte ich aber eigentlich raus. Ich wollte nur hier hinten starten. Ich weiß ja, jetzt sollen sie ja alle verlieren. So wie ich das verstanden habe. Sollen jetzt alle Monster das verlieren können. Oder es besteht jetzt eine Chance, dass sie verloren werden können von den Monstern. Und das wäre echt schön. Dass wir sie vielleicht jetzt nicht hier in irgendeiner Truhe finden. Okay. Achso, noch ein weiter. Jetzt können wir sogar den roten Blumen folgen. Das ist doch auch mal was. Ah, die sind Spinnennetze hier, ne? Ja, ja, mach mal Protection. Ich hoffe, dass das wirklich, ne? So wie ich meinen Gedanken habe, dass das auch wirklich so geht. Das wäre natürlich sehr schön. Da sind so eine... Ich weiß nicht, ob das jetzt die sind, die das wirklich verlieren sollen. Aber wir gucken mal. Ich hasse das. Naja, wir sind zumindest schon mal Level up. Oder wir gehen irgendwo hin, wo wir wirklich leveln können. Ach, ich weiß das gerade nicht. Ich bin auch einfach nur müde. Es war ein bisschen doof, dass wir jetzt so, aber... Ich will halt auch nicht, dass irgendwas... Keine Ahnung, was mit dem los war. Die sind Level 43.
Ich weiß nicht wo. Ich hätte auch gerne noch den Kaktusfratz, der uns dreifach EXP gibt, muss ich sagen. Das wäre noch schön. Aber da fehlen uns noch 6 Stück. Wald von Wanda ist ja noch so einer. Und wir gehen wieder zur Kristallschlucht. Tut mir leid, ich bin echt ein bisschen verplant. Ist das? Nee, wo war das denn? Hier? Nee, oder? Eine Kristallwüste? Nee, wir waren in der Edelsteinschlucht, war das gewesen. Wir könnten natürlich auch in den Turm gehen. Wir gehen jetzt in den Turm. So, es tut mir leid, ich bin total, stehen ein bisschen neben mir. Ich war ja heute immerhin 3 Stunden beim Tierarzt, okay? Also, ne? Ein bisschen Mitleid. Aber es ist alles gut. Und es ging um einen Hamster. Um meinen Hamster. Der musste nämlich operiert werden heute. Spontan. Und deswegen. Und ja, ich habe meinen Hamster operieren lassen. Und ihm geht's jetzt gut. Er hat jetzt endlich größere Brüste. Entschuldigung, das musste jetzt noch sein. Okay. Ist das gut, wenn wir Wolfsgeheule hören? Ich gehe mal davon aus, dass wir... Monsters tend to come out more at night. Be careful. Okay. We are totally careful. I don't care, full. Gehen wir davon aus, dass wir jetzt mehrere Ebenen nämlich hochgehen können. Silbersachensamen. Ich werde wieder gemobbt. Dann können wir die hier nämlich eigentlich besiegen. Die sind ja auch ein bisschen auf unserem Level. Dann kriegen wir hier vielleicht noch ein bisschen was. Oh, mehr Erfahrung. Cool. Goldsachensamen, ach man. Ich meine, klar ist auch cool, aber trotzdem. Oh, das ist ihre Technik. Puh. Okay, das war aber harter Damage am Ende. Das hat mir aber gefallen, der harte Damage am Ende. Da ist noch eine Kiste. Das hat mir jetzt aber doch gefallen. 2943. Warum genau diese Zahl? Warte mal, es gibt 2 Wege hoch. Ich will nochmal ganz kurz gucken. Aber es gab doch 3 Wege. Drüben ist doch auch noch was. Achso, kommen wir da überhaupt drin? Ja. Hätten wir schon vorher hier reingekonnt oder wären die Türen abgeschlossen gewesen? No need to trouble yourself. What a waste of time. Don't think so. Ich finde das furchtbar, wen er immer anvisiert, so. Wehrlos. Aha, das hat bestimmt unsere Verteidigung weniger gemacht, wa? Sehr schön. Kriegen wir... Oh. Eine Succubus-Klaue. Naja, gut. Ist ja wenigstens auch mal was. Okay, da war jetzt nicht so... Hätte ja sein können, dass wir da noch... Ich hätte auch gern doppelte EXP vom Kaktus bekommen, aber okay. Hier ist uns auch nichts. Mist. Damage bekommen. Ist aber auch ein Ninja hier, ne? Bei Resi sind wir ja gerade dabei, dass wir
dass wir sie auf alles gebufft leveln. Andere Richtung. Ich vermute mal, dass wir uns heilen können, beziehungsweise dass wir speichern können vom Ende. Ich weiß nur, dass irgendwo in den Kommentaren stand, dass irgendein Mob das schnell viel verliert. Hat sie uns gerade Damage gemacht oder hat sie... Ja, sie hat uns Damage gemacht. Hier los. Ah, wir haben Hunde gerufen. Müssen wir ihn mal heilen. Wenn er gerade bei einem Hardcore angegriffen ist. Die sind ja mal ein bisschen stärker, das Gefühl. Oh cool, Level up. Ich hätte gern doppeltes EXP jetzt hier. Mann, warum kriegen wir das nicht? Da geht's weiter, aber wir gehen natürlich überall hin. Aber ist vielleicht echt mal gut, dass wir ein bisschen leveln, oder? Ist vielleicht gar nicht mal so doof eigentlich. Hey, warum bin ich? Warum war ich Durant? War ich schon die ganze Zeit Durant? Jetzt bin ich verwirrt. Na ja. Ich muss mal testen. Können wir runter? Ja. Okay. Ja, gut. Aua, aua, aua. Hey. Ich musste gucken, vielleicht wären wir irgendwo runtergekommen, was uns hilft oder so, keine Ahnung. An einen anderen Ort. Schokolade. Gott, diese Fragezeichen-Samen sind so selten. Das ist so bitter. Doppelt? Ach komm schon, doppelt, Mann. Da liegt nix. Hey, was war denn jetzt? Waren die verwirrt gewesen oder so? Was? Achso, ich dachte, du machst ja noch. Das ist auch nur wieder runter. Ja, ich glaub, das Runterfallen bringt uns nicht wirklich viel. Gehe ich mal jetzt langsam ganz stark von aus. Dolans Ring. Okay, wir werden oben wird garantiert ein Dolan auf uns warten, oder? Da ist auch schon zum Speichern. Da wird garantiert ein Dolan auf uns warten. Gehen wir jetzt gleich nochmal wieder runter und leveln hier einfach ein bisschen. Ja, das ist eine normale Mana-Statue. Ich glaube nämlich, dass jetzt nämlich schon oben ist. Aber wir haben wenigstens hier was zum Speichern. Ich gehe jetzt aber trotzdem runter, weil dann leveln wir halt. Ein bisschen. Weil wie gesagt, das wird sonst... Da wird sonst nichts. Aber wenn wir dann hier so ein bisschen kämpfen. Ist ja für uns auch mal toll, ne? Da flog gerade Schwächung oder so herum. Keine Ahnung. Sehen leider gar nichts. Ja, ist ja gut, Mädel. Power unbeatable.
Schokolade. Ist ja so schön. Verlange ich so viel? Können wir uns auch ein bisschen noch KA holen hier. Gut, ich verbrauche die auch gleich wieder, aber die anderen sammeln es ja auch nicht. Aber die machen ja, wenn dann sowieso keine Attacken. Aber wir können ja gut leveln. Vielleicht ja auch mal wichtig. Vielleicht ja auch einfach mal wichtig leveln. Wir haben ja schon 8 Punkte noch, aber wie gesagt, auf was gehe ich jetzt hier? Wie geht denn das nochmal? Ah, so. Deswegen, wie... Auf was gehe ich hier? Bei ihr weiß ich das ja. Wir haben hier ja so viel, was wir machen könnten. Ich bin, glaube ich, derzeit auf dem Weg zu Schutz Plus, ne? Damit wir ein bisschen mehr Verteidigung haben. Wobei ich eigentlich auch auf den Angriffsding gehen müsste, auf alle denn. Das ist dann ja noch stärkerer Angriff. Also, aber gut, das dauert. Wir müssen sie sowieso hart leveln. Ich gehe die andere Treppe hoch. Ich gehe hier hoch. Vielleicht sind jetzt ja schon wieder welche aufgetaucht. Spawn nicht so viel, oder? Muss ich dafür eine Statue anfassen? Dass sich das resettet, oder? Mist. Macht der diese Angriffe oder ist das? Ich glaube, das ist irgendwie uns. Durant ist auch Level Up. Wie gesagt, da würde ich gerne abwarten, bis wir Klasse gewechselt haben. Dann können wir nämlich die Punkte so verteilen, dass wir darauf gehen, was wir, ne? Schleimauge. Ach, das gibt ja gar nicht. Die Monster droppen das doch gar nicht. Da hinten liegen sie noch Monster. Die droppen das ja gar nicht. Das ist voll enttäuschend. Meteorstoß. Aha, wir gucken mal. Mal auf jeden Fall Damage. Macht auf jeden Fall Damage, die Technik. Succubus-Klaue. Ich brauche keine Succubus-Klaue. Ich brauche Fragezeichen-Samen. Oder ein paar Level. Damit wäre ich auch zufrieden. Wir haben gerade Schaden bekommen. Okay, noch 1600, dann ist Resi Level Up. So, voll zusammengeschlagen. Einmal Schokolade, einmal Mondmünze und kein Level Up.
Nein, ich will jetzt nicht speichern. Wir gehen jetzt nochmal zurück und dann... Und dann haben wir das eigentlich. Ich fall hier runter, es geht schneller. Und verletzt ja niemanden. Das ging schnell. Das ging jetzt aber schnell. Na gut, wir haben beide Hardcore-Techniken eingesetzt. Einfach mal angreifen, während er da sein Hampel-Magic macht. Wir kriegen aber auch keine Doppel-EXP da. Das ist fies. Das ist richtig Mobbing gerade. Das ist richtig Mobbing. Das merke ich. Kreisch! Wieder keine Doppel-EXP. Es geht schneller, wenn wir fallen. Wir hätten vielleicht einen Rätselkeks auch nutzen können, ne? Ich meine, wir haben ja sogar noch ein paar. Gott, warum fällt mir der Rätselkeks erst später ein? Na, wenn wir schon am Leveln sind. Hätten wir wenigstens davon 15% bekommen oder so. Wir brauchen nur noch 5 von denen besiegen, dann sind wir eigentlich wieder Level up. Also rein theoretisch kannst du hier relativ gut leveln. Muss ich ja mal sagen. So, jetzt gehen wir zur Statue draußen und dann, ist Bubu-Zeit. Warte, wo ist denn die Statue? Wo ist denn hier draußen? Da, nehmen wir die offene Tür. Und dann machen wir Feierabend. Denn, wie gesagt, es tut mir leid, dass wir heute nur das jetzt gemacht haben. Morgen geht's dann weiter. Morgen habe ich hoffentlich ein bisschen mehr Ruhe und ein bisschen mehr Zeit. Verkaufen nichts anderes, ne? Die verkaufen nichts. Hier kann man sich eigentlich auch gut aufladen, ne? Gehst hier einfach runter und dann hast du es schon. So, ich gehe davon aus, dass die Statue hier hinten ist, weil wir ja auch vor dem Bosskampf, glaube ich, gespeichert haben. Bevor wir Durant, ne, nicht Durant, hier, wie heißt denn der Typ? Der andere haarige Bruder da, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, bevor wir den besiegt haben. Ja, da ist eine Statue. Gott sei Dank. Da oben haben wir noch gar nicht. Ist eigentlich egal, oder? Ob wir da oben waren. Aber ich gehe trotzdem mal hin. Auch wenn es eigentlich egal ist. Oder ging es da einfach nur... Oh, das ist sogar noch eine Kiste. Der Typ, da. Noch ein Exemplar dieses Gegenstands nicht... Oh, ich glaube, ich bin voller Bonbons, oder? Kann das sein? Versuchen uns daran vorbeizumogeln. Da war sogar noch eine Kiste. Mensch. Muss nur noch richtig gehen. Links. Richtig? Ja, nochmal links. Schön, dass ihr alle nicht kämpfen wollen. So, dann stelle ich mich jetzt hier hin. Speicher und beim nächsten Mal gehen wir dann den Mond keine Ahnung. Gehen wir denn besiegen? Wir haben 2 Level geschafft. Guck mal hier, von Level 42 auf 44. Finde ich eigentlich gut. Muss ich sagen, eigentlich bin ich komplett zufrieden damit. Bei Durant können wir ja auch nichts weiter so.
Da würde ich ja auch gern abwarten. Senkt die Säbelmagie. Geist. Preschen, Überleben, Glück. Wie gesagt, da ist erstmal gucken angesagt. So, gespeichert habe ich. Ich verabschiede mich jetzt. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann geht's auch wieder richtig los. Das war nur so eine kleine Füllfolge. So, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.